Hi, hi. So, jetzt gibt es noch mal ein schnelles Update von mir. Mal gucken, wie schnell es wird. Erstmal möchte ich nämlich noch mal auf mein mega cooles Quallen-T-Shirt hinweisen. Das ist noch gar nicht richtig zur Geltung gekommen. Das habe ich mir aus Kroatien mitgebracht. Fair Trade, tralala. Und das ist doch richtig schön. Und diese Jacke hier ist übrigens aus recyceltem Plastik. Man glaubt es kaum. Ja, ich habe mir heute Morgen noch die Haare schnell in pink gemacht, weil mein Blond ist so rausgewachsen und ich hatte ja Show heute und dann habe ich gedacht, nee, ich mache schnell ein bisschen pink drauf. Vielleicht wird es ja was. Es ist zum Glück gut geworden, sonst wäre es scheiße gewesen. Ja, jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Thema. Ich komme ein bisschen näher ran, sonst wird mein Arm so lahm. Ich weiß nicht, woher dieses Flimmern kommt, aber okay, I'll take it. Ja, es geht darum, ich hatte ja meine Solo-Show heute in Münster. Also gestern jetzt eigentlich schon. Es ist jetzt kurz nach 3. Wir waren so um 2 Uhr nachts ungefähr hier. Und es war ganz großartig und ich bin ganz beseelt. Und ich hab das letzte Mal live gespielt vor Publikum, tatsächlich vor ungefähr einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, letztes Jahr. Kurz als man mal zwischen Corona konnte, habe ich ins Meeresrauschen gespielt. Und den Liebestaumel, den ich jetzt gestern gespielt habe, den habe ich tatsächlich schon seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Eigentlich wäre morgen auch noch Meeresrauschen dran gewesen. Das war aber tatsächlich so schlecht vorverkauft, dass wir es abgesagt haben. Das war auch sicher die richtige Entscheidung. Nun ist es so, das erzähle ich ja natürlich vorher nicht wirklich so, weil man möchte ja auch, dass Leute kommen und Lust haben und ja, dann. Als Schauspielerin ja, erzählt man natürlich nicht vorher, ah, mir geht es eigentlich gar nicht so gut und mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Jetzt aber im Nachhinein möchte ich darüber reden. Es ist so, dass ich eigentlich, also ihr habt es ja so ein bisschen mitgekriegt, ich habe eh seit ein paar Monaten eine schwere Zeit und jetzt zuletzt war es wieder sehr schwer. Nach dem Urlaub eigentlich fing das wieder an und ich eigentlich krankgeschrieben bin. Also laut meiner Ärztin hätte ich eigentlich überhaupt gar nichts machen sollen. Ich hatte aber eh ein paar Jobs, die ich nicht wirklich absagen konnte und habe das dann halt, wie man so ist, als Künstlerin durchgezogen. Und jetzt ging es halt um diesen da noch beiden Auftritte im Bühnenboden in Münster. Und meine Ärztin hat halt gesagt, nee, also soll ich lassen. Und dann war es ja auch gar nicht so gut vorverkauft und es war wirklich so, ja, so ein Hin und Her überlegen von mir. Ziehe ich das jetzt durch oder sage ich das ab? Ich wollte wirklich gerne spielen, weil die Show auch zweimal verschoben wurde wegen Corona und ja, weil ich einfach super gerne im Bühnenboden bin und mich einfach auch darauf gefreut habe. Gleichzeitig habe ich schon auch gemerkt, dass ich gerade nicht wirklich viel Kraft habe. Und wenn man so ein Programm dann gerade auch lange nicht gespielt hat, braucht es ja noch mehr Kraft als sonst. Vor ein paar Tagen hatte ich dann noch mal ein Gespräch mit Andy darüber und irgendwann hat Andy zu mir gesagt, ich verstehe nicht, warum du das jetzt nicht einfach absagst. Und mir war gar nicht bewusst, dass das so ist, aber in dem Moment, als ich es aussprach, war mir bewusst, dass es so ist, weil ich zu ihm sagte, das ist das, was ich tue. Also, ich gehe auf eine Bühne und ich spiele und ich singe. Oder ich gehe vor eine Kamera. Aber das ist das, was ich tue. Und diese Shows von mir aus abzusagen, würde mich mehr Kraft kosten, als sie durchzuziehen. Und zum Glück, weil Andy mich schon lange kennt und wir schon lange zusammen sind und er mir ja auch viel hilft und mich unterstützt, hat Andy das verstanden. Und damit war es dann auch gut. Es war dann so, dass die Show für den Samstag, also der Liebestommel, dann doch noch ganz okay vorverkauft war und wir uns dann eben entschieden haben, diese Show durchzuziehen und die am Sonntag sein zu lassen, was im Endeffekt, glaube ich, perfekt auch war für mich, weil ich dann auch heute Nacht noch zurückfahren konnte und nicht über Nacht, sonst wären wir natürlich über Nacht geblieben. Und ja, ich hatte dann sogar noch on top auf alles hatte ich dann, vorgestern habe ich dann noch eine Magengeschichte gekriegt und dachte wirklich noch mal so kurz, okay, Schicksal, willst du mir jetzt einfach sagen, lass es, Biko, sag es ab, es geht nicht. Aber auch da habe ich dann gedacht, nö, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt ziehe ich das durch. Und zum Glück ging alles gut. Wir sind dann auch noch sehr spät losgekommen. Also wir waren eigentlich viel zu spät da. Wir waren eine Stunde vor Showbeginn da und man muss dann ja noch einrichten, man muss einen Soundcheck machen, ich muss mich umziehen, ich muss mich schminken. Also es war eigentlich alles viel zu knapp. Ich habe mich nicht mal mehr einsingen können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal
wirklich so öffentlich jetzt gesungen habe. Es ist ewig her. Ich singe natürlich immer so für mich, aber das ist ja was anderes. Und es ist auch ein recht anspruchsvolles Programm, gesanglich und stimmlich. Und es sind dann noch ein paar Leute auch an der Abendkasse gekommen. Also im Endeffekt war es wirklich gut halb voll. Also es sah wirklich schön aus und es war zauberhaft. Also die Leute hatten einfach alle Bock. Die waren alle von Anfang an dabei. Da war nicht eine Person, die irgendwie kritisch war oder keine Lust hatte. Die hatten richtig Lust. Die haben gelacht, die haben mitgemacht. Ich habe da ja auch immer so ein paar Leute, die ich, muss mal den Arm wechseln, die ich aus dem Publikum, also die so ein bisschen mitspielen müssen. Normal gehe ich natürlich noch viel mehr an die Leute ran und auf die Leute drauf. Das ging jetzt natürlich wegen Corona nicht. Aber die waren einfach alle voll dabei. Hinzu kommt noch, dass zwei Jungs, sag ich jetzt mal, die ich eigentlich übers Internet kennengelernt habe, also über Twitter ursprünglich und dann auch über Instagram, die schon lange mal zu einer Show von mir kommen wollten, nicht aus Münster, sondern auch noch von woanders her, die waren halt auch da und hatten Karten und das wusste ich natürlich auch. Und denen hat es zum Glück auch super gefallen, weil wäre ja doof, wenn nicht. Und es ist alles großartig gelaufen. Also ich habe noch vorgestern den Text komplett vermasselt und habe gedacht, es wird ganz schlimm. Und bin dann im Auto nochmal den Text durchgegangen und die Lieder und so. Und ich habe, glaube ich, gar keinen richtigen Fehler gemacht, was echt erstaunlich ist, weil eigentlich mache ich immer irgendwas. Ich habe viel improvisiert, ich habe viel mit den Leuten gequatscht und es war einfach nur ein Fest. Ja, ich konnte es richtig genießen. Ich habe mich gut gefühlt. Ich glaube, meine Stimme hat auch super funktioniert. Leute haben mir tolle Sachen ins Gästebuch geschrieben, tolle Sachen gesagt. Auch in der Pause wurde mir zugetragen, dass die Leute ganz happy waren und ganz viel gesprochen haben. Und ja, der Marco, der eben auch da war, den ich, wie gesagt, übers Internet kenne, der hat zu mir danach gesagt, dass er seit 2 Jahren nicht mehr so gelacht hat wie in meiner Show. Und ja, das ist natürlich, was Schöneres kann einem jemand nicht sagen nach so einer Show. Ja, es haben auch Menschen geweint an den richtigen Stellen. Also es war ganz fantastisch. So viel zu kurzes Statement, langer Rede, kurzer Sinn. Worum geht es mir eigentlich? Es geht mir ja nicht darum, mich hier zu feiern, ein bisschen vielleicht schon. Und ja, ich habe es verdient. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du irgendwas vor der Nase hast und du überlegst hin und her und du aber eigentlich es machen willst und du hast noch ein bisschen Kraft in dir, ein bisschen Kraft, die noch reicht, dann mach es. Zieh's durch. Weil hätte ich das abgesagt, hätte ich mich furchtbar gefühlt. Und jetzt fühle ich mich so toll und habe mich auch wieder erinnert, wie wunderschön einfach mein Beruf ist und auch auf der Bühne live zu stehen, was ich ja in letzter Zeit auch nicht nur wegen Corona, auch weil ich ja viel mehr drehe und so, also auch viel weniger mache, wie fantastisch das einfach ist, was das für ein Geschenk ist. Und so ein Abend, wo man einfach mit dem Publikum so eins wird, das ist. Ja, das muss man erleben. Das ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn du etwas hast, für das du brennst und für das du eine Leidenschaft hast und du hast noch ein bisschen Kraft, dann zieh's durch. Dann zieh dein Ding durch. Lass dich nicht von allem anderen runterziehen, weil du bist viel, viel, viel stärker, als du denkst. Das ist mein Wort zur Nacht. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Sonntag morgen. Nachher und bleibt mutig.